Rain mit Mark. Hola, chicos, Wasser. Yo. Wo gibt's jetzt zu sehen auf Lukas Knopf TV? Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin zum 1.1. zum Neujahr nach Barcelona geflogen. Da oben irgendwo befindet sich der La Poma Bike Park. Wir waren das letzte Mal hier im März und es ist jetzt gefühlt ja halb Fahrraddeutschland hier und ich hatte mich auch entschieden, noch herzufliegen. Max ist schon da, Tim konnte leider nicht mit, weil er arbeiten muss, aber wir machen trotzdem das Beste draus. Ich muss jetzt noch Schoner anziehen. Die liegen hier auf der Dachterrasse. Haben uns eine Airbnb genommen, direkt mit Strandblick. Können hier oben früh frühstücken, haben wir gerade gemacht und Kaffee getrunken. Mit Blick aufs Meer, da hinten ist Barcelona. Ich würde sagen, wir springen gleich hoch in den Bikepark und fahren den La Poma Bikepark zum ersten Mal in 2022. Ich habe mega Bock und ich hoffe ihr auch auf das Video. Freue mich mega, gerade hier Sonne zu tanken, ein bisschen Vitamin D und jetzt geht's gleich hoch. Bis gleich. Wir sind jetzt oben im Bikepark, mega viel los, bekannte Gesichter überall. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Robert, was geht? Arne. Ich habe vorhin meine Bremse zerstört, hinten waren die Kolben kaputt und Erik hat mir sein Bremsensetup geliehen für 2 Tage. Morgen gehe ich zum Radladen, weil heute ist Sonntag und lass mir die Bremse entlüften, die neue, die ich rangebaut habe. Und wenn ich die mittlere gefahren wäre, wären wir voll ineinander reingefahren. Ja, ne? Voll abgebogen auf einmal. Ich habe Rain mit Mark. Hola, Kickort, Wasser. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Was war? Próxima parada. Próxima parada, NBA. Get my no pride, hit my line, you're irking me. I hit that wolf side. No, I don't got perks on me. I sleep good on God. Spend that money, make it reappear. Ta-da. Jo, das ist so geil, man droppt rein und es fahren so 50 Mann hinterher. Große zum ersten Mal hinter Max. Yo. Alter, geht die gut. Jetzt so geil. Ich hatte echt ein bisschen Struggle. Ich bin heute 3 Runden gefahren, dann war die Bremse kaputt. Und jetzt geht schon wieder die Sonne langsam unter. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Aber ist cool, jetzt wenigstens noch ein bisschen zu rollen. Die Aussicht, Alter. Ich will es mal an. So geil. Ich will es mal im Cannonball im letzten probieren. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir da hin. Ja, dann. Fahr ich alleine, alles gut. Warte einfach kurz. Straight.
Wir haben jetzt hier auch ganz neuen Airbag. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde Rindenmulchsprung besser. Aber die Line macht wie jedes Jahr einfach so viel Bock hier. Max kommt gerade durch die große Line. Gesteased. Ja, Mann. Mein Rose-Teammate Jakob Wenzel ist auch am Start. No Hand, schreit aber A. Und chilliger Dreier. Oh. No! Einfach komplett zwischen rein sneaken irgendwo. Ich habe 3er No-End gemacht, aber der ging ganz schön weit runter und dann musste ich durchkommen irgendwie. Kann nur hier. Kurzer Restaurant-Check. Nach einer Stunde Wartezeit. Pfeffersoße ohne Pfeffer, der. Echt jetzt? Ja, hier sind so ein paar Körner. Ey. Mein Salat ist auch schon kalt. Kommt ja das ein bisschen. Alles sehr spanisch vor. Nochmal eine halbe Stunde später. Jetzt gibt es noch einen Kaffee. Haben wir auch nochmal 10 Minuten gewartet. Und jetzt ist die Sonne wieder da und der Wind scheint weniger zu werden. Geht es gleich wieder radeln. La Plaza geht halt. Jeder, der Videos aus dem La Poma Bikepark kennt, weiß, dass es hier ab und an ziemlich windig ist. Deswegen können wir gerade die Lines nicht so wirklich fahren. Sind jetzt aber alle am Pumptrack und fahren jetzt hier einfach mal eine kleine Runde hintereinander weg im Train. Ab geht's. Yes. Mit Marc, Leo und Max. Der macht halt alleine schon Bock. Yo. Auch wenn man keine Sprünge fahren kann, im Moment mega Alternative. Ging mir vorhin auch so, Alter. Geht. Das war's vom ersten Video von dem Spanien-Trip. Wir waren jetzt 2 Tage im La Poma Bikepark fahren. Ihr wisst's ja mittlerweile schon, wenn ihr ein paar Videos von hier kennt. Der Bikepark ist direkt an der Küste und wir haben immer ziemlich Probleme mit dem Wind, aber
Nichtsdestotrotz ist es einfach mega cool, in Spanien Fahrrad zu fahren. Heute sind einfach 20 Grad und wir sind gerade auf dem Weg zum nächsten Spot, wo dann das nächste Video gedreht wird. Wir waren jetzt gerade noch einkaufen, haben uns was zum Mittagessen geholt. Die Fahrt hierher war mega schön und ja, direkt am Meer lang, dann geht es ein bisschen ins Land rein. Aber aufgrund des Windes konnten wir jetzt nicht so geisteskrank viele Runden auf der großen Line fahren. Aber ansonsten macht es halt einfach nur Spaß, in dem Bikepark auf der MBA-Line oder auch auf der großen einfach nur 360s zu machen. Deswegen sind jetzt nicht die verrücktesten Banger überhaupt im Video passiert, aber es ist halt einfach nur mega gut, in der Sonne Fahrrad zu fahren, die Sprünge zu flowen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kommt auf jeden Fall noch mehr von hier. Jetzt eben sind wir gleich beim nächsten Spot, filmen dort was. Sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace. I've been getting paid.